Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Mario & Rabbids Donkey Kong Adventure. Weiter geht's mit den ultimativen Prüfungen. Wir stellen uns heute Prüfung Nummer 3, Bananenbredouille. Okidoki, wir müssen böse Bananenbündel zerstören. Davon gibt's ganz schön viele hier auf der Karte. Ach so, und die blockieren hier anscheinend die Röhren. Teilweise jedenfalls. Ja gut, ich meine, das kann man natürlich ausnutzen, ne? Heißt, wenn ich manche Haufen liegen lasse, dann kann ich ja eventuell auch Gegner aussperren. Also ich denke mal, hier spawnen überall Gegner, ne? Die Map sieht schon relativ krass aus. Auch was die Hindernisse angeht. Ja, wir verteilen einfach mal so ein bisschen den Schaden, würde ich sagen. Ja, ein 25-Züge-Limit. Züge sind hier auch nicht das Problem. Da werde ich schon misstrauisch, wenn ich 25 lese. Also ich denke mal, hier spawnen so viele Gegner, dass das nahezu unmöglich sein wird, hier zu überleben. Das ist so mein persönlicher Eindruck. Tja, den Haufen hier, den kann man wahrscheinlich auch von oben angreifen. Die hier kann man eventuell zusammen angreifen. Ja, müssen wir einfach mal schauen, ne? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Verteidiger hier kaputt. Das sollten wir in einer Runde schaffen, wenn Donkey Kong crittet jedenfalls. Tja, wo schmeiße ich denn jetzt Cranky hin? Hier kann ich zwei Häufchen angreifen. Achso, mit Peach sollte ich erstmal dashen, ne? Ja, genau. Keine Ahnung, stellen wir erstmal Peach nach oben. Die hat ja noch den Wächter. Ich denke mal, den kann ich da auch einsetzen. Ah, schaut mal, da greift man sogar alle drei Häufchen an. Ja, dann machen wir das so. Okay, also zack, nach oben. Dann stelle ich Cranky an die Seite, dann kann er ja noch darunter ballern zu dem anderen Haufen. Oh, sehr schön, direkt zerstört. Ja, und Donkey Kong zieht alle zusammen und dann müssen wir eigentlich nur noch kritten und dann sollten die drauf gehen. Also wenn ich jetzt nicht kritte, dann resette ich nochmal. Also es macht schon Sinn, die alle zu töten, direkt in der ersten Runde. Okay. Ja, wenn hier drei überleben oder vier oder so, dann klebt Donkey Kong gleich auf dem Boden fest. Das macht keinen Sinn. Also nochmal resetten, beziehungsweise es gibt einen kurzen Cut. So, mal schauen, ob es diesmal besser läuft. Also ich habe wieder genau das gleiche gemacht wie gerade eben. Ja, die müssen in Runde 1 sterben. Alles andere ist Quatsch. Ach, das gibt's doch gar nicht. Okay, noch ein Versuch. Okay, Leute, Daumen drücken. Na komm schon. Ach, das gibt's doch gar nicht. Und noch ein Versuch.
Und der nächste Versuch. Also irgendwann müssen die doch mal draufgehen in der ersten Runde. Ach, wie viel Pech kann man denn haben, Leute? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, und nächster Versuch. Eieieiei, geht mir das auf die Kirsche. Für euch schneide ich den Anfang immer raus, aber ich muss das ja immer spielen. Das ist schon unangenehm. Ah, schau mal einer an, ein Kritz. Okay, jetzt sind sie alle down. Das war mir wichtig. Gut, also die Gegner sind dood. Achso, jetzt muss ich das hier nochmal machen. Sehr schön. Okay, gut. Ich würde sagen, das war ein vernünftiger erster Zug. Was machen wir als nächstes? Ja, erstmal natürlich das Ding hier kaputt machen. Dann würde ich sagen, das Ding machen wir auch kaputt. Ja, und dann. Dann geht's hier oben weiter. Ach so, ja, wobei, da können wir ja Cranky einfach mitnehmen. Weiß ich nicht, wo stellen wir den hin? Hier hin vielleicht. Ichi können wir auch hier irgendwo hinstellen. Okay. Ach so, stimmt, ich könnte ihn jetzt nochmal schmeißen. Ach, dann verletze ich aber alle anderen. Ach, shitte. Er war jetzt nicht so klug. Ach, wisst ihr was? Oder ich schmeiß Cranky schon mal hier vorne hin. Ja, dann soll er die Haufen da schon mal angreifen. Genau, Donkey Kong ist ja auch noch da. Okay, ich würde sagen, das war's erstmal. Ach so, ach, jetzt kommen hier neue Gegner. Ach, Mist. Kommen die nach oben? Natürlich kommen die nach oben. Ah, super. Oh, der hat den Bananenhaufen kaputt gemacht. Das ist nicht schlecht, liebe Leute. Jetzt ist die große Frage, soll ich den Haufen hier vielleicht sogar da lassen? Ja, ich glaube, ich lasse den Haufen hier erstmal stehen. Dann kommen die anderen Gegner nicht rüber zu Cranky. Genau. Okay. Stell mich einfach mal hier an den Rand. Na ja, gut, ich könnte jetzt den bösen Blick benutzen. Frage ist, will ich das? Ich meine, wenn ich die Grobiane erwische, dann greifen die mich an. Nö, mache ich nicht. Was machen wir denn hier? Fall erstmal den nächsten Haufen angreifen. Genau, der Typ kommt ja jetzt nicht nach oben.
Ja, mit Peachy machen wir das auch, ne? Achso. Moment. Moment. Kann man hier irgendwo... runterschießen? Ah, hier könnte man runterschießen. Und den Haufen da hinten erwischen. Ist vielleicht gar nicht so eine blöde Idee, ne? Dann muss ich nicht da runterlatschen. Okay, ich würde sagen, das war's erstmal. Ja, also bis jetzt bin ich ganz zufrieden tatsächlich. Tja. Blöd, dass ich Cranky nicht heilen kann. Achso, Moment, Leute. Den können wir doch mitnehmen. Und den nach da vorne schmeißen. Dann haben wir ja schon mal ein Häufchen weniger. Achso, jetzt kann ich hier nicht... Achso, doch, Moment. So, dann greifen wir mal das Häufchen an, dann... kann ich Peach ja mal nach oben stellen. Den Blick benutze ich aber nicht. Okay, gegnerischer Zug. Wäre halt schon ganz cool, wenn Cranky jetzt überleben würde. Weiß nicht, ob das möglich ist. Der halt echt schon ganz schön übel kassiert. Oh nein, jetzt ist Peach da runtergeflogen. Ach, wobei, könnte sogar ganz gut sein. Also eventuell profitiere ich sogar davon. Auf jeden Fall war es gut, da oben die... die Häufchen nicht kaputt zu machen. Oh, Frost ist jetzt natürlich auch frustig. Ist auch noch so ein Haufen, ne? Ja, erstmal gucken, dass Cranky irgendwie überlebt.
Da sollte ich jetzt... Moment. Komm ja nicht bis zu mir, ne? Sollte ich mal eben hier die Ölpest hochschmeißen. Jetzt brauche ich wirklich einen Crit. Okay, sehr gut. So, und wisst ihr was? Jetzt habe ich mich geheilt und jetzt lasse ich die einpennen. Mann, das sind aber auch viele Gegner. Okay, den Haufen da kriegen wir auch noch kaputt. Erstmal heilen. So, und den machen wir auch fertig, den Haufen. Okay, der Crit war wichtig. Ja, jetzt brauche ich irgendwie eine Position, von der aus ich da unten hinballern kann. Wie kommt man denn da hin? Ach so, über die große Röhre hier an der Seite. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Ja, da bin ich jetzt mega auf Donkey Kong angewiesen. So viel dazu. Tja, die Frage ist jetzt, ist es gut für mich oder nicht? Ja, die können gar nichts machen, die Verteidiger. Na, das Problem, Donkey Kong kann hier nicht hochklettern, alter Schwede. Sprachstörung. Donkey Kong kann nicht hochklettern, aber Peach kann runter. Also im Endeffekt, wenn ich das Ding da unten kaputt habe, dann kann ich natürlich Donkey Kong helfen. Ja, jetzt wird es auf allen Seiten super kritisch. Mann, hier manövriert man sich aber auch schnell ins Aus. Eieieiei, jetzt muss ich wieder ein bisschen Glück haben mit den Crits und so. Also ich meine, es können ja zum Glück Charaktere auch sterben.
Okay, das war doch ganz nett. Ja, das Gute ist, Donkey Kong hat ja relativ viel HP. Und ich habe gleich, glaube ich, die Heilung von Peach wieder. Und die hier blockieren sich auch wieder gegenseitig. Und genau, er macht den Bananenhaufen kaputt. Ja, 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 Leute. Boah, der Gegnerzug, der dauert so übelst lange. Schade, dass der mich nicht runtergeworfen hat. Nein, und das war's mit Cranky. Okay, ist aber immer noch möglich. Mann, oh Meter, ist das komplex hier. So, erstmal das Ding hier kaputt machen. Kong befreien. Oder nee, Moment. Stell sie an die Seite, dann schnapp ich sie mir. Und werf sie hier rüber. Also die beiden Häufchen da oben, die muss ich noch kaputt machen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch noch einen Haufen. Tja, tja, tja. Schwierig, schwierig, schwierig. Na, okay, da blockieren sie sich auch. Ah, ist vielleicht doch ganz gut, dass wir 25 Runden haben insgesamt. Okay, wie viele Häufchen gibt es noch? 2, 4, 5. Also, da oben noch einer. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, boah, ich weiß nicht, ob man das noch schaffen kann. Ich kann da halt nicht durchdischen, ne?
Na, da komme ich nicht weiter. Eieieiei, okay. Ja, das Problem ist, Peach stirbt jetzt hier auch. Denke ich mal. Ja, eventuell kann ich noch alle festkleben. Ja, oder auch nicht. Ja, Donkey Kong, was machen wir mit dir? Greif mal besser nicht an. Mann. Das ist ja wirklich übel. Also die zweite Prüfung, die war ja echt krass schwer. Aber die hier ist ungefähr auf dem gleichen Niveau, würde ich sogar sagen. Also wenn Donkey Kong jetzt überlebt, dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Weil Peach uns ja noch heilen kann. Aber aktuell hängt es auf jeden Fall auch ein bisschen mit Glück zusammen, würde ich sagen. Okay, jetzt hat Peach Frost drauf. Jemand Auto-Attack aktuell? Nee. Okay, wisst ihr was? Dann nehme ich Peach jetzt und schmeiß die hier rüber. Dann gibt es Heilung. Versuche ich die Gegner hier oben platt zu machen. Das könnte sogar funktionieren. Ja, und dann arbeiten wir uns nach vorne vor. Okay, so viel zu diesem Angriff. Jetzt kommen sie halt direkt von der anderen Seite auch wieder an. Und man wird halt auch noch die ganze Zeit gedebufft, ne?
Das darf man auch nicht unterschätzen. Die Verteidiger dürfen jetzt auch noch angreifen. Oben. Wobei kann sein, dass sie sich nicht gegenseitig angreifen wollen. Ja, da muss einmal Honigschaden dabei sein und dann bin ich eh genatzt. Okay. Was machen wir? Also ich muss hier unten noch an den Haufen drankommen und an den hier vorne. Den erreiche ich über diese Röhre. Und das Ding hier, wie kommt man da dran? Von der anderen Seite aus? Nee. Ach so, hier rüber? Nee, auch nicht. Hey, wie kommt man denn an den Haufen hier ran? Und den hier meine ich. Ach so, über diese Röhre hier. Ach so. Eieieiei. Da müsste ich eigentlich einmal im Kreis gehen, ne? DK ist jetzt sowieso tot. Aber ich glaube, dass wir das sowieso nicht mehr schaffen können. Außer wir haben jetzt ganz viel Glück. Ja, aber boah, ich weiß wirklich nicht, wie ich das hier schaffen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist schon echt crazy schwer. Man habe ich schon öfter gesagt, aber in dem Fall weiß ich wirklich so gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt angehen soll hier. Das finde ich schon... Ja, wir können ja mal schauen, wie weit Peach jetzt noch kommt, aber... Ich glaube, so ganz alleine... Nee, ist nicht drin. Ich würde sagen, die Gegner sind in dezenter Überzahl. Ja, wobei die meisten machen nichts. Ach so, weil die keine Route zu mir haben, ne? Stimmt natürlich.
Boah, jetzt müsste ich halt da hinten hin. Ja, ich muss hier hochgehen. Ich habe keine andere Möglichkeit. Aber da bin ich halt total ausgeliefert. Eventuell hätte ich zwischendurch doch noch ein paar mehr Gegner töten sollen. Na, und wenn ich mich jetzt bewege, dann kriege ich den Auto-Effekt von denen hier vorne ab. Boah, jetzt spawnen da noch mehr Gegner nach, ernsthaft? Ach, und ich komme auch gar nicht bis da vorne. Ah, okay. Okay, das war's. Ich laufe jetzt noch bis hier zur Seite und dann werde ich jetzt angegriffen, dann bin ich tot. Ja, keine Ahnung. Also das ist wirklich übelst schwer. Wobei ich auch sagen muss, das macht jetzt auch nicht wirklich Spaß. Also, da ist so viel Glück im Spiel auch. Boah, weiß ich nicht. Also, finde ich jetzt nicht so nice. Ja gut, Leute, ich werde ein bisschen rumprobieren. Ich werde ein bisschen experimentieren. Das mache ich jetzt aber offscreen. Und dann, ja, hoffe ich, dass ich eine Taktik ausarbeiten kann, mit der wir das hier schaffen. Wie auch immer das gehen soll. Naja, okay. Kurzer Cut. Okidoki, Leute. Ich habe das jetzt ein paar Mal probiert und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaffe es nicht. Also ich schaffe es wirklich nicht. Ich habe einfach immer wieder so viel Pech dabei. Oder vielleicht stelle ich mich auch nicht richtig oder so. Ich weiß nicht. Ich krieg's auf jeden Fall nicht hin. Ich habe jetzt einen Guide rausgesucht tatsächlich. Das erste Mal, dass ich jetzt wirklich mir ein komplettes Video reingezogen habe. Und ich werde jetzt genau das machen, was im Guide vorgeschlagen ist. Damit soll man das angeblich hier in 6 Zügen schaffen. Bin mal gespannt, ob das wirklich geht. Aber ja. Denke mal, das wird schon passen. So, also der Anfang, der war schon gar nicht so schlecht. Der war schon gar nicht so schlecht. Also ich habe mich sogar ganz gut hingestellt. Wobei der erste Zug ist sogar fast identisch zu dem Guide. Ne, der ist identisch zu dem Guide. So, man soll hier runterballern. Sehr schön. Und dann soll man die hier auch zusammenziehen. Dann soll Donkey Kong kritten. Ach, die alte Leier. Boah, Leute, diese Prüfung, die ist so... Ja, sorry, aber die ist so scheiße. Die macht keinen Spaß. Also, es ist wirklich... Das ist so blöd. Ich komme mir vor, als würde ich Zeit verschwenden, wenn ich das hier spiele. Ah, nochmal von vorne, um zu gucken, ob Donkey Kong diesmal krittet. So, nächster Versuch. Okay. Oh, Leute. Ich habe keine Lust mehr. Noch ein Versuch. And another try.
Boah, ich schneide so viele Versuche raus. Weil manchmal erwischt man auch nicht alle hier unten. Also manchmal kriegt man die nicht zusammengezogen. Okay. Sehr gut. Hätten wir das wenigstens schon mal. Dann machen wir hier wieder das Gleiche. Heißt, wir greifen die Häufchen an. Frankie ballert hier runter. Okay, und dann haben wir das. So, am Anfang jedes Zuges, es gibt jetzt mal einen kurzen Cut, einfach damit ich mir den Guide weiter angucken kann. So, auch hier lag ich gar nicht so falsch. Also, man soll schießen. Schießen. Dann soll man Cranky nehmen, hier nach oben gehen. Ach so, nein. Ach, jetzt steht Donkey Kong zu weit vorne, oder was? Okay, ein weiterer Cut. Zurück zum Anfang, beziehungsweise zurück zur Runde 2. So, Runde 2. Diesmal habe ich Donkey Kong ein bisschen weiter nach vorne gestellt. Hat übrigens auch wieder 6 oder 7 Versuche gedauert, bis ich das hingekriegt habe. Also, man soll Cranky nehmen, dann soll man hier reingehen, dann soll man sich hier hinstellen und soll ihn hier hinwerfen. Sehr schön. Jetzt muss man angreifen. Dann Peach nach oben holen und Peach neben Cranky stellen. Also habe ich in meinem eigenen Versuch auch einigermaßen richtig schon gemacht. So, und jetzt muss man Cranky hier in die Ecke stellen. Und dann geht's weiter. Okidoki. Ich guck mal wieder in den Guide. In Ordnung. So, jetzt wird's interessant. Cranky soll man hier hinstellen. Dann da hinten hinschießen. Dann soll man den bösen Blick benutzen. Ihn hier einsacken, sich hier unten hinstellen, den Gegner in diese Richtung werfen. Denn dieses Häufchen hat in diesem Versuch überlebt. Okay. Ach so, genau. Mit Donkey Kong kann man noch angreifen. Peach macht jetzt was ganz Interessantes und zwar schickt die ihren Wächter nach vorne. Macht den Haufen kaputt. Dann lässt sie sich von Donkey Kong hier hinwerfen, an diese Stelle. Also wie schon gesagt, nicht meine Idee alles, sondern die Idee vom Guide. Ja, schauen wir mal, was passiert. Also auf den Zug von Cranky Kong wäre ich persönlich jetzt nicht gekommen. Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Übertaktik hier. Okay, das ist nicht gut.
Denn das ist im Guide nicht passiert. Ja, ihr seht ja, wie random das hier ist, ne? Also es ist so zufallsabhängig. Ich weiß gar nicht, ob Cranky hier überhaupt noch irgendwas Nützliches machen kann. Ne, ich glaube nicht. Der hätte da oben bleiben müssen. Boah, jetzt muss ich das nochmal neu starten, oder was? Ach, okay, noch ein Reset. So, gleiche Ausgangslage von vorhin. Oder wie vorhin. Ich hoffe, diesmal fällt Cranky nicht runter. Ich bin gespannt, also er dürfte jetzt nicht kritten neben mir. Ach, das gibt's doch gar nicht. Mann, und noch ein Versuch. So, nächster Versuch. Ich nehme übrigens jetzt seit über 3 Stunden auf. Nur mal so als Information. Und Cranky fliegt schon wieder weg. Also der darf nicht darunter fliegen. Wenn der darunter fliegt, dann kann man das hier nicht mehr lösen. Also, dass ich selbst mit Guide so lange brauche, um irgendwas zu schaffen, das habe ich auch noch nie gehabt. Also ich mache es jetzt auch eigentlich nur noch der Vollständigkeit halber, weil ich die 100% erreichen will. Aber, also Spaß macht es mir wirklich gar keinen mehr. Na, jetzt steht er wenigstens mal oben. Ich denke mal, das sollte passen. Ja genau, Hauptsache die greifen das Häufchen noch an. Okay, schau mal, was man als nächstes tun soll. In Ordnung, folgende Taktik wird vorgeschlagen. Peach schießt darunter. Rennt dann nach oben in diese Ecke und benutzt den Schild. So, Cranky Kong. Hingegen rennt. Achso, weil erstmal einschläfern die Gegner. Cranky Kong hingegen rennt hier runter und stellt sich an die Seite. So, und Donkey Kong nimmt ihn hier, stellt sich hier hin, schmeißt ihn runter. Soll dann stampfen, trommeln meine ich. Und dann den bösen Blick benutzen. Bin mal gespannt, was man als nächstes machen soll. Ja, aber auch hier wieder, ne? Es ist halt komplett random, was die Gegner auch machen, mehr oder weniger. Und die brauchen halt wirklich übelst lange zum Ziehen. Das ist halt das Miese, ne? Bei jedem Versuch, den ich hier starte, muss ich halt so lange warten.
Okidoki, dann schaue ich mal, was ich als nächstes machen soll. Okay, auch dieser Zug ist interessant. Also, man soll hochgehen, ihn hier nehmen, sich in die Ecke stellen, ihn runterschmeißen. Und zwar dahin. Dann soll man mit Rabbit Peach dashen. Ohne Ende. Sich hier unten hinstellen anschließend. Normalerweise sollte man sich mit der Rabbit Peach noch heilen vorher, aber ich habe jetzt halt diesen Eiseffekt drauf. Sollen wir das Teil hier nach vorne schicken? Und währenddessen auf der anderen Seite mit Cranky nach vorne gehen. Dieses Ding hier angreifen. Und den bösen Blick verwenden. Genau, Donkey Kong soll auch noch angreifen. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Ich hoffe natürlich, dass Cranky sich jetzt so ein bisschen heilen kann da unten. Also ich meine, grundsätzlich ist diese Taktik natürlich schon vielversprechend. Boah, das bringt mich jetzt um. Boah, Leute, ich glaube, das war's. Jetzt wird Donkey Kong hier zermatscht von denen. Ja, und wieder einfach nur Pech gehabt. Ich kann ja versuchen, noch weiter zu spielen, aber... Ich glaube, das ist zu krass für zwei Charaktere. Ich glaube, das kriegen die beiden nicht hin. Na, gucken wir mal. Ja, ansonsten, wenn ich jetzt drauf gehe, wenn es wieder nicht klappt, dann muss ich halt noch einen Versuch starten. Also so oft, bis es geht. Aber ich spiele dann immer bis zu dem Spielzug, ab dem es dann schief gelaufen ist. Also hier bis Spielzug 4 oder 5 oder so.
Das mit Donkey Kong war halt wirklich blöde und das war auch wieder relativ unfair. Ballert jetzt einer nach vorne, dann könnte man natürlich hier diesen Bananenhaufen noch kaputt machen. Ah, schau mal einer an. Schön. Ja, aber dieser Crit, der ist wiederum nicht schön. Denn jetzt kommt Peach da nicht mehr weg. Also ich hoffe, ihr versteht das Maß an Frustration, das ich hier empfinde. Also ich glaube, so einen schlimmen Moment hatte ich noch nie in einem Let's Play. Das ist hier wirklich die absolute... absolute Hölle. Ich werde mal nach oben gehen und dann den bösen Blick benutzen. Eventuell kann ich mich noch so ein bisschen heilen. Ja, ansonsten den Wächter schicke ich natürlich da vorne zu dem Haufen. Okay, der ist immerhin down, ne? Er hat sich so ein bisschen geheilt. Ich glaube, die schießen aber jetzt nicht, ne? Weil die zu gedrubbelt stehen. So, es geht jetzt noch um 3 Häufchen, aber ich kann mich aktuell leider nicht heilen. Moment, aber hier kann ich ja den Weg... Nee, kann ich nicht. Den Weg blockieren kann ich nicht, aber... Ich kann dafür sorgen, dass da nicht so viele Gegner hinkommen. Ja, wobei doch, jetzt ist der Weg blockiert. Das war vielleicht gar nicht mal so schlecht. Moment, Moment, Moment. Jetzt die Gegner zum Einschlafen bringen. Und
dann ein bisschen Glück haben. Dann schaffen wir es vielleicht noch in der Runde. In der nächsten. Ja, jetzt kommt es wirklich gerade auf Glück an. Es ist reines Glück jetzt, wenn ich jetzt Schwein habe, dann schaffen wir das noch und wenn nicht, dann halt nicht. Dann, wie schon gesagt, muss ich nochmal von vorne anfangen und dann spiele ich aber, oder dann cutte ich bis Runde 4 oder so. Die holen halt nicht auf, ne? So richtig. Bis 100. So, Moment. Also das hier kaputt machen. Dann mit Cranky hier vorne hingehen. Ich habe ja da vorne auch noch einen Haufen, ne? Da unten. Da komme ich dann noch hin. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Okay, sehr gut. Jetzt schicke ich Peach nach vorne. Moment, er kann bis zu dieser Ecke hier laufen. Aktiviere den bösen Blick. Ich hoffe, dass er sich jetzt ein bisschen heilt. Ja, tut er. Also ich muss jetzt nur noch einen Charakter zu dem letzten Häufchen nach unten bringen. Ich dachte, wir würden schon in dieser Runde gewinnen, aber das ist eher unrealistisch gewesen. Ja, also ich meine, Peach hat ja auch fast wieder ihre Heilung, ne? Aber die überlebt leider nicht lange genug, um die Heilung noch durchzuziehen. Okay, das war's mit Peach. Ja, aber ich kann in der nächsten Runde nicht darunter ballern, glaube ich. Ich glaube, das geht nicht. Natürlich trotzdem schön, dass die Gegner nicht an mich drankommen.
Das wäre so cool gewesen, hätte ich noch Peaches Heilung gehabt. Frage ist, gibt es hier irgendwo ein Feld? Ah, Moment, hier kann ich runterballern. Oh nein, und jetzt habe ich... Jetzt war ich geschwächt. Natürlich hatte den Schwächungseffekt ja drauf. Naja, der Smasher erreicht mich auf jeden Fall. Nee, doch, tut er gar nicht. Doch nicht. Aber ich werde schon wieder geschwächt. Auch hier haben wir wieder die Situation, dass ich Glück habe, dass ich vielleicht geblockiert werde. Dass die Gegner sich blockieren, meine ich. Da kommt schon ein einziger Schuss noch. Spiel braucht schon relativ lange für die Züge inzwischen. Ja, okay, dann haben wir jetzt gewonnen. Zack, und das war's. Okay, Leute. Also, wie schon gesagt, ich habe jetzt mit Guide gespielt. Ich habe jetzt trotzdem weit über 3 Stunden gebraucht, um die Mission hier durchzuspielen. Ja, das hat jetzt echt, das hat wirklich gar keinen Spaß gemacht. Das war jetzt wirklich furchtbar. Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, also ich habe mich da jetzt quasi nur so durchgequält, weil ich unbedingt diese 100% haben wollte. Aber, also, die ist vollkommen unverhältnismäßig, die Aufgabe. Also, ich weiß auch gar nicht, wie man da als Normalsterblicher irgendwie auf die Lösung kommen soll. Kein Plan, aber, ja, also hat, wie schon gesagt, hat keinen Spaß gemacht. Ist, glaube ich, sogar vielleicht eine der Aufgaben gewesen, die mir aus allen Let's Plays, die ich jemals gemacht habe, am wenigsten gefallen hat. Also es gab zwischendurch immer mal wieder so Sachen, die keinen Spaß gemacht haben. Zum Beispiel hier bei Paper Mario The Origami King. Dieses Quizspiel auf perfekt durchzuspielen, falls sich da noch jemand dran erinnert. Aber das hier ist, glaube ich, die neue Speerspitze. Ja. Vor allen Dingen, ich hatte ja das letzte Mal gesagt, dass diese Mission hier die schwierigste des Spiels ist. Ich bleibe übrigens dabei, das ist auch die schwierigste des Spiels. Also die ist planbar schwierig und die hier, die war einfach unfair. Also diese Mission, die war einfach unfair, weil das so luck-based war, weiß ich nicht. Das hat sich nicht so gut angefühlt. Naja, Leute, ich würde sagen, genug rumgeheult. Ich hab's ja irgendwie hingekriegt. Ja, ich werde mich jetzt mal ans Schneiden begeben. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann Fallenfieber an. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, trotz des Rumgeheules und trotz der vielen Versuche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Diesmal bitte lasst mir wirklich ein Like da für die Mühe. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.